Sandra. Na, Ralf? Du bist überhaupt kein eifersüchtiger Typ. Nee, gar nicht. Du kommst nach Hause, dein Freund mit zwei Blondinen im Bett und sagst, was machst du dann? Nee, dann aus oder dann ich gehe. Kann wirklich egal was sein? Also ich habe Vertrauen zu meinem Partner und wenn irgendwas ist, dann ist das meine Intuition und dann stimmt auch schon was nicht. Das ist schon eine tolle Haltung, ne? Sie würden dir vertrauen. Du hast es gesagt. Du hast es gesagt. Ich hab's gesagt. Du hast es gesagt. Wir sagen es auch, was du gesagt hast. Du sagst, du stehst nicht auf Blümchensex. Ja. Was heißt das denn? Wenn jemand sagt, ey, scheiße, hast du hör auf in die Stracke! Nein. Das jetzt nicht. Also klar, Zuneigung und sowas gehört dazu, aber... Zuneigung gehört auf jeden Fall dazu. Aber auch wenn's härter wird, gehört auch Zuneigung dazu. Ja, nee, die Abwechslung macht's und immer dasselbe und immer nur Standard ist... Da wird es halt irgendwann langweilig. Und das meintest du wahrscheinlich, ne? Wenn es immer so derselbe Käse ist. Programm nach Vorschrift sozusagen, Blümchensex, mal hier anfassen, da, komm jetzt die Tagesschau, das ist blöd. Ne? Genau, richtig. Ja, das kann ich auch verstehen. Sehr gut, dir. Sehr gut. Wir machen sofort weiter mit Runde 3. 3 Dates. 3 Eigenschaften und Fakten. Hier sind sie. Hat kein einziges Hobby. Wäre am liebsten 24/7 mit ihrem Partner zusammen. Besitzt fast nur das Notwendigste. Ach, schön. Alles so aus einem Themenbereich. Ich finde es großartig. Ja, jetzt geht's schon ans Eingemachte. Ne? Also besitzt fast nur das Notwendigste. Finde ich super. Ja, Moment. Ihr wartet darauf, dass du den Rest kaufst wahrscheinlich. Das ist als Immobilienmakler, ne? Als Immobilienmakler. Ja, hallo. Ja. Wäre am liebsten 24/7 mit ihrem Partner zusammen. Also 24/7 heißt immer. Bräuchte ich jetzt nicht, aber besser als andersrum. Ne? Ja. Kein Hobby finde ich echt schlimm. Also was ist das, Makramee? Nee, man muss sich was zu erzählen haben. Meine Partnerin muss auch mal mit ihren Freunden losziehen. Also entscheide dich? Ich habe mich entschieden. Also hat kein einziges Hobby. Hat kein einziges Hobby, loggen wir ein, wie man so schön sagt. Wer hat kein einziges Hobby? Sie hier. Was heißt das denn eigentlich? Du hast kein einziges Hobby. Also ich gehe schon raus und mache was mit Freunden und so. Siehste. Aber ich mache nicht gerne Sport und ich kann auch nicht zeichnen. Ja. Deswegen habe ich kein Hobby. Genau. Ja. Du bist einfach frei und frisch, gehst du durchs Leben und so. Genau. Und du, ja, siehste. Ist doch sehr schön. Wenn mir was gefällt, mache ich's. Du musst nirgendwo terminlich sein, du bist, ne? Genau. Ja. Ja, Dia. So ist es eben manchmal. So ist das. Sarah, guten Flug. Danke. Hau drauf. Tschüss, Sarah. Wir winken noch. Oh. Es sind noch 2 Damen übrig. Wir lösen die beiden Geschichten auf, die noch offen sind. Sanja hat gesagt, besitzt fast nur das Notwendigste. Anna wäre am liebsten 24/7 mit ihrem Partner zusammen. Good to know. Sanja, du besitzt nur das Notwendigste. Das heißt, du hast einen Tisch, eine Kerze, ein Glas, einen Stuhl oder was heißt das? Ich habe nicht so viele Sachen. Ja. Ja. Danke. Außer Kleidung. Bist gelogen. Ja, ich weiß, außer Kleidung. Ja, Kleidung, du hast 36 Bikinis, das weiß ich. Wer braucht denn 36 Bikinis? Sanja, warum hast du 36 Bikinis? Jede Farbe, dann gibt's noch Muster, dann gibt's noch Aufdrucke. Aber das ist ja toll, oder? Sonst puristisch, eher ja, puristisch. Machen wir halt öfters Urlaub. Oder 36 Tage. Oder 36 Tage. 36 Tage kriegen wir hin. Ja, da habe ich nicht. 36 Tage kriegen wir hin? Ja. In Urlaub? Gibt es auch irgendwelche Tage, an denen du arbeitest, mein Freund? Hallo, ich bin doch Immobilienmakler. Rent die for seven? Ja, also am liebsten. Also immer so. Nee, das jetzt nicht, aber. Wofür habe ich einen Freund, wenn ich nichts mit dem mache? Aber das kann man ja machen, aber
Und außerdem, das, was du sagst, klingt eher nach einem Hund, wenn ich ehrlich bin. Also. Ja, den habe ich ja auch. Ach, den hast du auch? Ja. Den siehst du 24/7? Ja, die ist immer bei mir. Aber Abwesenheit steigert die Zuneigung. Ich meine, man muss ja auch manchmal jemanden vermissen dürfen. Ja, das auf jeden Fall, aber halt nicht zu lange, ne? Ein paar Sekunden halt. Ja. Okay, okay, okay. So, mein Lieber. Dann kommen jetzt deine letzten beiden voll verschossen Fakten. Ja. Runde 4. Hier sind sie. Hat einen schwarzen Humor, den manche zu hart finden. Mhm. Eieiei. Möchte klassische Rollenverhältnisse. Okay. Also, hat einen schwarzen Humor, möchte klassische Rollenverhältnisse. Was glaubst du denn, wer was gesagt hat? Das können wir jetzt sagen. Also ich denke mal den schwarzen Humor. Ja. Die Anna. Die Anna, weil sie schwarze Sachen anhat. Genau deswegen. Ja. Und ich glaube, die klassischen Rollenverhältnisse dann doch eher bei der Sanja. Ich finde einen schwarzen Humor super, den habe ich auch. Und deswegen muss leider, die klassischen Rollenverhältnisse müssen leider weg. Wirklich? Ja. Möchte klassische Rollenverhältnisse, lockst du ein, das möchtest du nicht. Jetzt bin ich selber aufgeregt. Bist du auch aufgeregt, ne? Mega. Mega. Wirklich. Und welche das war, zeigen wir jetzt. Anna möchte klassische Rollenverhältnisse. Anna! Ja. Ist es so, der Mann bleibt zu Hause, verdient das Geld und die Frau passt auf die Kinder auf? Ja, prinzipiell finde ich, hat Mann Mann zu sein und Frau Frau zu sein. Das ist ja wirklich Emanzipation eigentlich, ja, dass man frei wählen darf, ob man jetzt Mann oder Frau oder schwul oder was auch immer ist. Man kann selber überlegen, ja, nee, was klar, man möchte. Das auf jeden Fall. Das war sehr knapp. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Knapp daneben ist leider auch vorbei. Ah, die ja. Anna hat einen Flug gebucht. Dann wünsche ich dir einen guten Flug. Danke. Oh, das geht aber schnell. Das geht aber schnell. Letzte Worte. Ihr geht nicht mehr. Tschö, Anna. Ciao. Anna, ciao. Sorry. Dein Date ist Sanja. Tut mir leid. Sanja, er hat sich für dich entschieden. Ja. Oh, aber optisch, jetzt darf man es ja sagen, optisch passt es schon sehr gut zusammen. Viel, viel Spaß bei eurem Date. Wenn Sie zu Hause jetzt gerade mal nach links schauen und Sie sehen, da sitzt gar keiner. Und Sie schauen nach rechts und Sie merken, da sitzt auch keiner, dann sind Sie Single. Das kann man ändern. Bewerben Sie sich doch einfach hier bei uns bei Voll verschossen und dann sehen wir uns im Studio. Ja, dann kriegen Sie entweder ein Traumdate oder wir schießen Sie zum Mond. Ich freue mich drauf. Okay, das war's heute bei Voll verschossen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Dankeschön!